Hallo Leute, ich bin Lu und heute habe ich einen Whisky aus mystischer Quelle für euch. Ich habe bei meiner Bestellung der Game of Thrones Reihe von Tastillery ein kleines Goodie bekommen. Und zwar den Artback Uggedal. An dieser Stelle, diese ampullenartige Sample-Verpackung habe ich jetzt schon bei einigen Händlern gesehen. Die finde ich total cool. Finde ich richtig klasse vom Design. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, bei Artback wird seit 1815 ungefähr offiziell Whisky gebrannt. Es gibt Vermutungen, dass schon seit 1794 dort illegal Whisky hergestellt wurde. Deswegen ist es auch zu vermuten, dass John McDougall die Brennerei nur gekauft hat und offiziell gemacht hat und nicht selber erbaut hat. Artback bedeutet übersetzt so viel wie kleiner Hügel. Und das ist wirklich sehr, sehr passend, weil läuft man von Lagavulin die kleine Straße entlang, läuft man über einen kleinen grünen Hügel und dahinter tauchen die weißen Türmchen von Artback auf. Sehr, sehr schöner Wanderweg, sehr empfehlenswert. Seit 1998 gibt es auf dem Artback Brennereigelände auch das Old Kiln Café. Die machen vorzügliche Paninis und seit 2004 gehört die Brennerei ebenso wie Glenmorangie zu Moët Hennessy. Ja, ich schnupper mal an unserem tollen Artback. Wir haben hier 90% Bourbon Hogshead und zu 10% Refill Sherry Butt. Er hat 54,2%, also ein bisschen höher angesetzt. Kostet so im Schnitt 60 Euro und ist dauerhaft erhältlich. Als erstes steigt mir hier sofort diese sehr für Artback typische Zitrusnote in die Nase. Ich habe mal bei einem Tasting gesagt, als gefragt wurde, ja, wonach riecht Artback für euch? So, erste Frage in den Raum, da wurde natürlich erwartet, ja, nach Torf oder ja, nach Rauch. Ich habe ganz laut gerufen, nach einem Whisky Sour und habe dafür echt eins auf die Nase bekommen. Aber an sich stimmt es schon. Man hat sehr, sehr vordergründig bei Artback immer diese Zitrusnote, die begleitet wird von dem schweren Torfumhang, Vorhang. Der Artback Uggedal soll nun zusätzlich zum Artback 10, der ja sehr, sehr wuchtig ist, die Standard-Range so ein bisschen ergänzen und diese 10% Refill Sherry Butt sollen da so ein bisschen was Fruchtigeres reinbringen. Bin ich mal gespannt. Also so in der Nase habe ich es jetzt direkt noch nicht gehabt. Ich habe leider keinen 10er Artback gerade da, um das zu vergleichen. Aber dieses typisch Aschige habe ich hier drin durchaus. Aber auch sowas, ich glaube auch was Fleischiges zu haben, das ich normalerweise bei Artback eher weniger habe. Dort ist wirklich eigentlich eher so dieser aschige Rauch, finde ich, sehr charakteristisch. Er hat was Fruchtigeres, er wirkt frischer, ein bisschen süßer, aber auf diese frische Art und Weise. So, in meinem Kopf lief gerade so eine Werbung ab für Obst, wo das so die Erdbeere ins Wasser fällt und überall Tropfen rumspritzen, so auf ganz schicke Werbeart und Weise. Nur, dass es eben eine Zitrone ist. Obwohl, eine rote Frucht habe ich durchaus auch. Oh. Ein Trick, den ich auch gelernt habe, die Nase oben am Glasrand absetzen, um gerade bei Artback ist das hilfreich, um hinter diesen schwarzen, schweren Vorhang zu gucken. Und da kriegt man richtig schön die Sherry-Note raus, finde ich. Dann verschwindet dieser Rauch sehr in den Hintergrund und man kann sich wirklich auf diese Süße konzentrieren. Ist zwar immer noch da, der Rauch,
Aber ich habe hier wirklich was. Oh Gott, jetzt muss ich wieder über Früchte nachdenken. Ja, sowas zwischen Birne und Aprikose. Nicht so dieses barocke, Sherry-mäßige, vielleicht auch Trauben, ein bisschen Beeren. Auf jeden Fall so eine orange-rote Frucht habe ich hier drin. Aber wirklich dezent. Wirklich mal versuchen, die Nase hier oben auf den Glasrand ansetzen und dann schnuppern. Dann kommt man so ein bisschen hinter diesen schweren Mantel einfach, den ein Artback hat. Ugedal als Name, Uigedal geschrieben, glaube ich. Ugedal ausgesprochen, kommt vom Loch Ugedal, der Name. Das ist die Wasserquelle in der Nähe von Artbeck und bedeutet übersetzt mystischer Ort. Lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Wieder sehr passend. Ich finde das immer schön bei Artbeck. Die sind so kreativ, was die Namen angeht. Viele beschweren sich ja, nur Marketing, alles Nasabfüllungen, keine Altersangaben. Ich finde das total toll, weil es geht ja nicht nur um das Getränk an sich und wie es hergestellt wird. Ne? Das sind so diese Technik-Geeks für mich, die dann nur auf das abfahren. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass so ein Whisky die Geschichte seiner Brennerei auch so ein bisschen widerspiegelt. Da gibt es so ein paar Marken, die das echt, echt gut machen. Einige sind da noch sehr zurückhaltend. Ich finde das halt total toll, dass man... Gerade bei Artbeck gibt es ja den Unower, dann gibt es den Corry Bracken. Der Corry Bracken ist ein Meeresstrudel direkt vor Artbeck. Und solche Sachen benutzen die und verkörpern somit immer ein Stück ihrer Geschichte. Und wählen das auch immer sehr passend. Manchmal passt es nicht unbedingt auf den ersten Blick jetzt zum Whisky. Beim Dark Cove fand ich sehr passend, weil wirklich sehr... dunkel, sehr schwer war für meinen Geschmack bei einem Artbeck. Klar wird der jetzt hier nicht nach Wasser oder See oder irgend sowas schmecken, aber der Ugedal ist ein sehr wichtiger See, der ist wichtig für die Herstellung und entsprechend passt das einfach sehr gut. Also das ist mein Plädoyer für Marketingnamen für Whisky. Einfach damit auch ein bisschen mehr transportiert wird als einfach nur Hard Facts und Alkohol. Also, der Alkohol ist top eingebunden. Da kommt wieder so ein bisschen das zum Tragen, wo ich sage, ja, so ein schwerer, sehr intensiver, würziger, rauchiger Whisky hat es wesentlich einfacher, den Alkohol einzubinden, weil man Wucht erwartet. Ich konnte ihn sehr, sehr lange im Mund behalten. Ich fühle mich jetzt nicht durchgebrannt und nichts geschmacksknospenmäßig mehr vorhanden. Der einzige Artbeck, der das bisher geschafft hat, war der Supernova. Danach war es vorbei. Ich habe nichts mehr geschmeckt an dem Tag. Wunderschön hinten raus wieder dieses aschig, fleischig, aschig, ich habe zweimal aschig gesagt, so Kohle, Grill, das ist für mich immer sehr Artbeck-typisch, was für Artbeck, finde ich, auch sehr charakteristisch ist, ist, dass der sofort in jeden Winkel deines Mundes geht und dort auch bleibt, der setzt sich richtig fest, der ist jetzt immer noch in meiner Zunge, intensiv, super prägnant da, der Geschmack, er ist salzig, er ist pfeffrig, er hat einfach Gewürznoten drin. Die Zitrusnote am Anfang war mir jetzt nicht so deutlich. Und trotzdem habe ich jetzt hier hinten raus irgendwie auch das Gefühl, ich hätte einen Sherry-lastigen Whisky getrunken. So als hätte ich den vor dem Artbeck getrunken und der taucht jetzt trotzdem irgendwie nochmal so ein bisschen auf. Also wirklich ganz dezent. So, der erste Touch ist die Zitrone, aber die ist nur ganz, ganz kurz da. Beim Artbeck 10 ist die richtig, richtig penetrant schon fast, finde ich. Und hier kommt zwischendrin, jetzt weiß ich, wo der Sherry-Geschmack herkommt, da kommt zwischendrin schon mal. Da hat man weniger was Holziges, eher wirklich diese Frucht, diese Süße, diese Frische.
dieses angenehme, oh, hallo, und dann wird dir so ein Eimer Asche ins Gesicht geschmissen. Ja, finde ich super genial. Und der brennt kein bisschen. Ich bin nicht der Fassstärkentyp, das müsstet ihr inzwischen wissen. Aber der ist wirklich gut eingebunden. Top. Einfach ein stimmiger, sehr ausgewogener, trotzdem auch komplexer, balancierter Whisky. Kann ich jedem nur empfehlen, der Zehner so ein bisschen zu sauer ist und der gerne auch diesen süßen, weichen Sherry-Einfluss hat, ist hier super drin verarbeitet. Ein direkter Vergleich wäre durchaus mal interessant, weil ich jetzt natürlich den Zehner Artback nur aus meinem Gedächtnis gekramt habe und der da einfach sehr abgespeichert war unter Asche und Zitrone. Ja, 60 Euro ist dann leider doch etwas teurer. Ich glaube, der Zehner ist bei 40 bis 50 Euro. Artback ist aber allgemein etwas höherpreisiger. Ja, ich sag mal so, kann man durchaus bezahlen, macht ihn für mich aber weniger zu einem Trinkwhisky. Wie der Zehner, ne, da traue ich mich auch mal, den abends einfach ins Glas zu füllen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Bei dem hier, da knirscht es schon wieder so ein bisschen. Es ist geschmacklich toll. Preis-leistungsmäßig würde ich auch sofort bescheinigen, alles in Ordnung, alles top. Nur 60 Euro sind dann eben doch schon für mich persönlich momentan etwas höherpreisigere Whiskys. Alles in allem ein sehr ausgewogener, balancierter, komplexer, leckerer Artback, der super in die Range und in die verschiedenen Abstufungen des Geschmacks von Artback passt. Das war der Artback Ugeda. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Planji! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanjiva!